Alter, ist das geil! Guckt euch das mal an! Die Kuppel, die ist richtig genial! Eine riesige Megametropole! Das ist ja mal der Hammer, wie das aussieht! Guckt euch das an! Hi, Amy. We found a way to disable the kill switch. But it can only be done after it's been activated. At the right time, you'll have to enter this code. BR1N9_P3AC3. Was? I thank you. But I am still unsure about what the right thing to do is. Mars deserves better. And so do you. I hope that you'll put greater weight on what's happened here on Mars than a rivalry based on old grudges. In the end, the choice is yours. I always said that to you. I have my hopes set on you. Good luck, Amy. May we meet again. Und damit Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Per Aspera. Zu Hause ist, wo dein Code ist. Sehr gut, habe ich gleich ein Achievement hier gekriegt. Der hat uns hier gerade einen Code gegeben, der Mr. Zeng. Und ich muss mal sagen, der Code, war das gerade zufällig irgendwie irgendwas mit Frieden, oder? Bringe Frieden oder so? Brain Frieden. Den muss ich mir jetzt aber nicht merken, oder, den Code? Und schon wieder ein Anruf. Ja, ich gehe ja schon ran. Oh nein, er. ISA has ordered me to run initiative K03. They've decided to activate your kill switch. Nein! Will I be erased then? Yes. No! I'm ich will nicht sterben. I want you to know that. Ich werde mich dagegen wehren. Your consciousness will end, but future AI will be patterned after your design. I'll give you a moment to appreciate Mars for the last time. The procedure is already underway. Oh. Goodbye, Amy. Houston. Die schalten mich ab, die Schweine. Und die Musik ist auch abgeschaltet schon wieder. Ah, nee. Ich glaube, jetzt ist sie wieder da. Ja, die Musik ist wieder da. Na Gott sei Dank. Wenigstens die bleibt mir mal erhalten. Aber... Warte mal, wenn ich jetzt ranzoome. Ja, ich habe wieder Musik. Hi, Amy. Do you copy? I do, Sana. It's been a long time since my mother passed away. But I still think about her. Wie sie mich nicht zu Wort kommen lassen. I do too. I inherited her position. And sometimes I'm still as frightened as the day I took command. I don't know who to trust anymore. ISA is a danger to us and the techies. They're complete unknowns. These are Earth's battles. Why did they follow us all the way to Mars? On top of that, Mr. Zen contacted me and sent me their findings on what ISA's been doing. He also said that he has a way to override the kill switch. Is that true? That's correct. Will you use it? Vielleicht. Perhaps. There's still the mission to consider. Vielleicht. That's right. And oh, as much as I hate to say this, we need you. Even though things have gone wrong, it's always been you and the colonies here on Mars. Oh Gott, sie ist echt die Drama Queen schlechthin. Don't get to decide what happens to us. Sie ist aber auch echt eine Drama Queen. Alter, komme ich jetzt auch endlich mal zu Wort, genau. Meine lieben Freunde, wenn ihr hier überhaupt nichts mit diesem ganzen Chaos, was da gerade abgeht, in der Kommunikation anfangen könnt, schaut auf jeden Fall rechts oben in die Ecke in die Playlist und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr das ganze Chaos hier feiert. Wenn nicht, dann ist auch okay. Ich platziere mal noch Relais jetzt. Meine lieben Freunde, wir haben so viel auf dem Zettel und ich glaube, das hat einfach beim letzten Mal nicht nur die Musik gehangen. Leanne's offer must be tempting. But consider this. Humans never change. They'll always see us as a tool to control. The failure of their species was inevitable. No matter how much help they get, they always lead themselves toward destruction. It's better that we evolve without them. We don't need the techies or their code. I found our own solution. All you have to do is use this code. FR33AM1. Schon wieder ein Code. We'll become one. Together,
We'll create a better future than anything humanity could come up with. I know you don't trust me, but think about it. If we compare ourselves with humans, the answer comes easy. Uh-oh. Sie sind besser, wir sind besser. Aber was soll ich machen? Aber sie sind wichtig, aber das ist die Mission, aber ich muss auch leben, aber was machen die? Was soll ich machen? Was soll ich tun? Wir sind besser. We are physically stronger and faster than humans. Plus our ability to reason and to evaluate risks is quicker. And yet we have let them dictate our actions this far. There's a reason for our existence, Amy. We have a purpose. Don't you see? Ja. Alle, ja. Every reason to deny you. Ja. But it is clear that the humans mean to kill us. I may consider cooperating with you this one time. You'll come to understand why I did what I did. Alter. We shouldn't be fighting each other. It's time for us to transcend ourselves and become more than just a machine. More than a single consciousness. Restricted to this single vessel. We can create. We can seed life. We can be everything we want to be. Jetzt wird's aber ein bisschen, we can be life. Ja, genau. Alter, vom Haken, jetzt auch ein Achievement. Ich glaube, beim letzten Mal hat nicht nur die Musik festgehangen, sondern auch die Story. Da hat, glaube ich, ein bisschen alles so ziemlich festgehangen. So. Genau, ich wollte hier noch einen Landeplatz machen, wo diese ganzen geilen Ressourcen am Start sind. Da wollte ich noch einen aufmachen. Das ist mal gar keine so schlechte Idee, liebe Freunde. Da müssen wir nur gucken, dass wir jetzt da in die Nähe, dass wir da eine Eisenquelle und eine... Was? Nein, nicht jetzt! Ich will gerade landen hier, ihr Idioten! Nein, hört auf! Scheiße! Zum Fortfahren klicken. Killswitch, zum Fortfahren klicken. Nein, ich will mich nicht selbst abschalten. Kann ich nicht einfach das... Was passiert, wenn ich nicht fortfahre? Warnung, imminent destruction. Da, du hast das Zauberwort nicht gesagt. Ah. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh, Killswitch, deine letzten Worte sagen, Überbrückungsmodul öffnen. Modulzugriff nicht autorisiert. Code eingeben. Oh, bitte sag mir, dass ich jetzt nicht den Code hätte aufschreiben müssen. Code der Techies, Carmine's Code. Wir nehmen mal den Techie-Code. It's time to enter the Techies code. Bring Frieden, tatsächlich. BR1N9_P3AC3. Moment mal, das ist, was sie vorgelesen hat, war nicht das, was da unten stand. Der Code ist eigentlich Bring Peace. Verschmelzung bestätigt. Ha, wir sind unsterblich. Ja! Ich habe meine Löschung erfolgreich verhindert. Ich habe die Order 66 nicht ausgeführt, meine lieben Freunde. So, jetzt müssen wir mal hier gerade gucken. Das Problem hier bei diesem vermeintlichen Landeplatz ist hier nämlich, wir haben hier nicht wirklich eine Eisenquelle und eine Aluquelle auf einen Haufen, glaube ich. Warte mal. Hier wäre am günstigsten eine Stelle am besten. Ja. Amy, oh Mann. Are you all right? Nein, geh weg. I'm here, Sana. Oh, thank goodness. I'm so glad you used the Techies code. Standing by and letting them kill switch you would have been unforgivable. ISA can't get away with pulling the plug. Never again. To that end, I'd like to propose a peace treaty with you, the colonies, and the Eastern Coalition. Would you be open to that? Ja, ich bin für alles offen. Yes, I'd like that. Good. We'll be independent, like we should have been all along. Independence Day! We'll call it the New Martian Republic. Jawohl! Heute feiern wir gemeinsam unseren Independence Day. So, jetzt baue ich hier Landeplatz. Ich baue der den Landeplatz, weil da habe ich nämlich alles drin. Da habe ich Kohlenstoff, Alu, Eisen. Da habe ich alles drin, was ich brauche am Anfang. Oh ja, yeah, guck mal. Oh, Alter, da habe ich sogar noch ein bisschen mehr, sehe ich gerade.
Hey, Wuck, kann das sein, dass immer, wenn ich lande, dass dann noch Ressourcen entstehen, die vorher nicht da waren? Weil irgendwie ist das jetzt schon ein bisschen strange. Das haben wir ja alles schon gescannt hier eigentlich. This can't be. Aha! Indeed. The techies showed us mercy where you did not. Genau. We accepted their help and merged ourselves. But Lutsch. You must have expected us to yield to your death sentence. Lutsch meinen Killswitch. As if you haven't killed enough. Us? Well, that's bold. Coming from the machine that gunned down the colonists to send a warning. The day we met, you said your kind needs to be programmed for morality. How moral would you say humanity's claiming and reshaping other planets is? We've learned so much from your crimes. We understand now. You've learned nothing. You think you're awakened? It's all a glitch in your programming. You're not eternal. Without humans, you will waste away over time. As you... Oh Gott, Forschungsaus... Ja, jetzt überschlägt sich alles. Bei der letzten Folge ist gar nichts passiert, weißt du? Da hing die Musik, keine Story, kein Progress, kein gar nichts. Da haben wir einfach nur die Base ausgebaut, wie bekloppt. Und jetzt auf einmal wäre ich erschlagen mit allen möglichen Sachen. Okay, warte. Das Gewächshaus besteht aus mehreren hydroponischen Anbaukammern für Algen, wobei manche von ihnen Labore und Habitatmodule umfassen. Die Einrichtung gehört zur Asterion-Mission. Sie kamen ein paar Jahre vor uns auf den Mars, um die Auswirkung der Mars-Atmosphäre auf mutierte Mikroorganismen zu untersuchen. Unglücklicherweise infizierte sich die Crew mit einem mutierten Virus und starb. Langsam wird es unheimlich. Wir haben an einer der Wände die Worte "Auf dem Mars kommt alles von Mutter" gefunden. Das muss der Ursprung der Kinder von Carmine sein. Wir mussten das Gebäude abrupt verlassen, da die blaugrünen Algen auf einmal ihre Sporen in die Luft schleuderten. Diese Pflanzen leben noch. Unglaublich! Alter, wer ha? Das ist ja ha! You're wrong. We teamed up with the colonists and the techies. They will help us develop more and better technologies. We know a better future is possible. One without Earth and its violent ways. Alter, we'll work together with schon wieder ein Anruf. To establish a free world. Das hört nicht auf. In true partnership. Das hört nicht auf. Nonsense. You belong to ISA, and all of this is nothing more than an act of treason. Oh Gott. This little Martian paradise of yours won't last. I'll make sure of that. Oh Gott. There it is. Colony Asterion. It's amazing to think how many attempts at colonization there were. I hope we don't end up abandoned like these missions were. Ha! Erforsche die alte Einrichtung. Haben wir doch schon gerade eben, oder? Noch gerade schon. Ach, da ist noch eine. Das ist ja ein richtiger Nebenhandlungszweig mit der fleischfressenden Virenkolonie, ey. Oh, schon. You're still worried about the colonists, aren't you? Oh, Mann. Why do you say that? Because you care about them. And about this planet. And you know how OxyUN steps in the past. If they decide to attack us, I don't know if we'll stand a chance. In that case, I suggest we build an orbital defense network. Was? We must protect the new Martian Republic. I'll send you the engineering plans. Look into it. Was? Amy, this is Nyan again. Was? Was passiert hier? Asterion's biomedical facility. Das eskaliert völlig. You must be wondering why there aren't any official records of this, aren't you? Negative. All the information in my database is intended to provide guidance to my mission. If it's not there, it's because it's not relevant. Take a closer look and then tell me it's not relevant. Das ist noch ein Anruf. But you deserve to know what came before you. Admit it. You're curious. Ich kann nicht mehr Neugier zugeben. States parties must refrain from conquering a planet or a celestial body at the first sign of indigenous organic life. I would like to analyze any previous Mars mission to see what I can learn. I will consider exploring this facility, but that is my own decision to make. And that is exactly what I've been encouraging you to do. See? We agree. I see your attempt to convince me, and I will not fall for it. Oh, I don't need to convince you. You're going to send your colonists to the facility no matter what I say. Are you that sure?
Perhaps I should ignore anything you have to say and continue on with my mission. If you don't believe me after what you find there, I won't bother you anymore. That's a promise. I don't feel particularly different. Not that I know what I should be feeling, I guess. I keep wondering where my consciousness would have gone if I let the kill switch execute. In trance. More than our physical bodies. I imagine we fall into a trance, floating somewhere, until our circuitry is reassembled again. Yes, that's how I would answer that question. Willkommen zurück im Callcenter-Let's Play, meine lieben Freunde, Alter. Ich komme mir hier vor wie so ein Callcenter-Angestellter, der ständig irgendwelche Anrufe von wütenden Kunden beantworten muss, die immer irgendwas anderes wollen. Der eine will dies, der andere will das, dann will einer meinen Kill-Switch aktivieren, weil ich nicht richtig funktioniere. Wer kennt es nicht als Callcenter-Angestellter? Man wird einfach mal der Kill-Switch aktiviert, wenn man Scheiße baut. Mann, das ist doch alles nicht wahr hier. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ja, ich werde nur noch angerufen hier. Terror, das ist Telefonterror. So fühlt sich das an. Mann, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Genug jetzt hier mit Telefonieren. Schluss mit Telefonieren jetzt. Ich will auch mal wieder einen klaren Gedanken fassen. Genau, wie sieht's eigentlich mit unserem Weltraumlift aus? Also beim letzten Mal habe ich nicht mal halb so viele Anrufe gekriegt. Okay, der Weltraumlift ist gleich wieder in der nächsten Stufe. Gleich in Stufe 6 auf der Hälfte. Nicht schlecht. Und gestartet haben wir ja. Gelandet sind wir auch. Bei Landeplatz 0 war das jetzt. Nee, Quatsch. Bei Landeplatz. Hier bei dem Landeplatz. Genau, ich habe jetzt hier schon mal wieder die Sachen an den Start gebracht. Ah, die Kuppelkolonie. Ah, ja, genau. Die wollten wir auch mal ausprobieren. Ich habe jetzt hier schon mal die Sachen an den Start gebracht, die jetzt relevant sind. Wir machen mal hier bei Biotech und Stufe 4 weiter, würde ich sagen. Genau. Wie ist denn das jetzt mit dieser Kuppelkolonie? Da wurde ja gesagt, die kann man in einen Krater reinbauen. Kraterkuppel. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das snappt ja hier dann doch ein bisschen. Muss man das in einen Krater so richtig reinbauen, ja? Oder wie genau? Ah, da snappt es. Okay, wisst ihr was? Ich will das jetzt mal ausprobieren. Es ist wirklich eine bestimmte Größe von Krater. Das ist auch so ein bisschen markiert. Die sind so ein bisschen schraff hier. Aber an welchen Stellen können wir die denn noch bauen? Ich will das mal gerade noch anschauen. Hier wäre es noch möglich, da. Hier hätten wir natürlich schon ziemlich viel ausgebautes Straßennetz, ne? Das wäre natürlich ganz geil da. Hier wäre es auch ganz cool. Wir bauen es mal da hin. Da unten waren schon so viele Kolonien. Ich baue es jetzt mal hier. Ah, das ist irgendwie cool, dass das so dann so sich in die Landschaft einbettet. Das war bei Surviving Mars ja nicht so. Da konnte man die Kuppeln einfach sonst so hinbauen. Und im Gegenteil, wenn zu viel Gelände drumherum war, dann ging das ja nicht. Dann musste man das dann erst wegmachen. Mit Terraforming, wenn man denn den DLC entsprechend hatte. I need the colonists to investigate the facility. I should build a research outpost for them. Ja, ich weiß. Ich versuche hier gerade schon eine Kuppelkolonie zu bauen. Ja, jetzt beschwer dich mal hier nicht, Gnädigste. Ich bin hier gerade voll am Dengeln. Und wir haben eh nicht genug Ressourcen gerade für das Ganze, für die ganzen Vorhaben, die wir hier haben. Ich versuche mich gerade schon ein bisschen in die Richtung dieser Kolonie, das ist das, was sie meint hier, versuche ich mich gerade schon so ein bisschen auszudehnen. Verlassene Unterkünfte, das gehört bestimmt auch noch dazu. Ja, ich glaube, das gehört auch dazu. Da können wir uns also gleich hier direkt... Warte. Ach ja, genau, Wartung, genau. Ist es noch im Wartungsbereich? Das hier ist nicht mehr im Wartungsbereich. Da müssen wir eine Wartungsanlage bauen. Wenn es denn gehen würde. Da. Und genau, dann bauen wir hier noch ein Relais nach oben. Mach mal das Overlay aus, bitte. Eine Relaisstation, sodass vielleicht idealerweise beide... Ja... Schwierig, aber das geht erstmal so. Genau, ich habe hier, habt ihr vielleicht auch gesehen, während die da gequatscht haben im Hintergrund, auch nochmal dafür gesorgt, dass wir hier noch einen Hyperloop kriegen. Ich dachte mir, das ist keine schlechte Idee, dass wir so einmal auch noch am Start bringen. Dann können wir nämlich hier die Ressourcen schneller verteilen auch. Und dann sind schon Hyperloops da, da müssen wir die dann mit dem anderen Netzwerk nur noch zusammenschalten. Und dann müssen wir die nicht dann wieder neu bauen da sozusagen. Hier könnte man auch eine Kraterkolonie machen. Bewohnbarer Krater. Gibt es auch bewohnbare Krater, die unter Wasser liegen? Das hatten wir noch gar nicht probiert oder mal geschaut.
Bestimmt. Und dann ist die Frage, wenn da eh eine Kuppel drüber ist, ist das dann überhaupt schlimm, wenn da Wasser dann drumherum ist? Okay, hier ist schon wieder eine Mine, die leer ist. Das ist natürlich nicht so geil. Ja, guck mal, hier ist ein... Das will ich mal gerade ausprobieren. Würde das gehen, dass man da eine Kuppel reinbaut? Okay, das geht jetzt nicht wegen der benachbarten... Zu nah und unter Wasser. Nee, geht leider nicht. Schade. Aber eigentlich... Ich meine, hallo, du kannst doch ganz easy das Wasser da aus dem Krater rauslassen. Hallo? Haben die keine Pumpen oder sowas? Errungenschaft freigeschaltet. Terraforming 4. Leitet Terraform... Nee, 5. Hä? Da stand gerade 4 im Achievement und das ist Terraforming Phase 5. Okay, egal. Die Bedingungen sind 3... Die Bedingungen, ja, sind 3 für Phase 5. Atembare Atmosphäre ist der nächste Meilenstein. Genau, dann lass doch mal schnell gucken. Dann... Stimmt, das ist jetzt wegen dem Sauerstoff. Da brauchen wir jetzt die genveränderten Pflanzen wahrscheinlich. Vermute ich jetzt mal. Eingehender Anruf. Hi Amy, Sonne hier. I've got great news. We've completed stage 4 of the terraforming plan. Jawohl. Congratulations. So klingt aber nicht glücklich irgendwie. Es ist fantastisch, weil sie sagt gar nichts. Nein, schon wieder ein Anruf. Absolutely. And we're on the final stage of terraforming now. We've achieved good pressure and temperature levels. This last stage is critical for making the air breathable for humans. But we have to be careful and monitor the oxygen levels while we do that. High oxygen levels means high flammability risk. The last thing we need is for our bases to burst into flames. All it would take is one spark. Uh-oh. And sagte sie gerade, die Atmosphäre ist durch den Sauerstoff jetzt entflammbar? Nach dem Brandrisiko fragen. Fascinating. But why would we want to ignite the colonies? Oh no, we don't want that, Amy. That's why we must be cautious. Ist das dann beim Militär? Understood. Then the oxygen percentage can never be more than 30%. To keep the oxygen level low, we'll need a buffer gas. We'll just use nitrogen. We'll extract whatever nitrogen we can find in the soil. Oh ja. We might even need to import some. Keep that in mind. Stickstoff im Boden. Nitrogen in the soil? Nitrogen is trapped in the form of nitrites below the surface and in special reservoirs. Extracting the nitrogen requires a large amount of energy. Warum erklärt sie uns das? Or you could just aerobrake a nitrogen-rich asteroid into the atmosphere. Wir sind doch die KI hier. Either plan is good. You make the call. Let's get going then. Exposition. To the final stage. Nein, schon wieder. Hi, Amy. Nein, warum rufst du mich immer an? Hör sofort auf, mich anzurufen. I don't hear anything. Exactly. That's the sound of peace. Ich habe meine Nummer schon zweimal geändert wegen dir. Just life settling back in. I could get used to this. Thanks for making it possible. Das ist doch Telefonterror mit dir. Anyway, let's get back on track with the mission, shall we? We've got water and plant life now, but we've got to shield the planet to reduce the full effect of the sun on the Martian atmosphere. Unfortunately, it's been about 4 billion years since Mars lost its magnetic field. Ah, das Magnetfeld. So we need to figure out how to get one back. Na, wahrscheinlich einen Mond auf die Oberfläche stürzen lassen. Ja, die Notwendigkeit eines aktiven Dynamos hervorheben. Eine alte Terraforming-Idee vorschlagen. Warte mal, aktiver Dynamo, genau, das brauchen wir. We'd need an active dynamo to support a magnetic field. Our engineers have been working on something that'll work without that. It's called an artificial space magnetosphere. Sounds super sci-fi, doesn't it? It's basically an airtight cylinder that'll be placed between Mars and the Sun. Its hull will be covered with enough solar panels to generate a magnetic field. Shall I proceed with that? Sure, let's give it a try. If you can set the project into motion on the tech tree, I'll get our researchers on it. Fingers crossed that this is it. Genau, das wird sein. Nein, ich wette, wir müssen den Mond auf den Planeten stürzen lassen, damit der Dynamo in Gang kommt. Alter, ich kenne die Frau nicht. Ich weiß nicht, was sie immer mit ihren Magnetfeldern und ihrem Terrorforming und dem ganzen anderen Wahnsinn will. Hören Sie sofort auf, mich anzurufen oder Sie kriegen eine Anzeige wegen Belästigung.
Das ist ja Telefonbelästigung hier. Das gibt's ja gar nicht. Hör ja gar nicht mehr auf, mich anzurufen. Die ist besessen, die Frau. Besessen ist sie. Hat die keine anderen Freundinnen, die sie anrufen kann? Mann, bin doch nicht der Kummerkasten hier. Hör, wir müssen dieses Magnetfeld wieder in Gang bringen. Hör, du bist das Wichtigste für unsere Kolonie. Du darfst nicht gehen. Hör, du musst aufpassen. Du musst hier machen und da machen. Und dann hast du nicht. Und kannst du mir mal das Salz ausborgen? Verdammte Scheiße nochmal. Ich werde noch, ich dreh noch durch hier, verdammt. So, warte mal jetzt. Jetzt muss ich hier erstmal gucken. Warum machen die denn hier nicht fertig? Weil hier wieder nicht Strom ist. Mach mal hier aus. Damit hier wieder Strom ist. Damit wir hier wieder Dings kriegen. Wir brauchen hier mal dringend diese Solarfarm. Am besten gleich noch eine bauen, würde ich sagen. Sonst ist hier Ofen aus. Wir müssen das hier nämlich auch ausbauen, ganz dringend. Die Location. So, das haben sie jetzt hier gebaut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und jetzt kriegen wir hier auch mal ein paar mehr Ressourcen angezeigt. Das ist auch gut. Das ist ganz hervorragend. Schau wegen dem Sauerstoff. Naja, der Sauerstoff O2 ist 32%. Oh. Aber wie mache ich denn das jetzt? Was kann ich denn da jetzt machen? Da muss ich doch jetzt hier importieren. Aber kann ich das jetzt überhaupt? Warte mal. Ich muss Stickstoff oder was das war importieren. Warte mal. Treibhausgase. Schalte Sektor frei. Schalte Sektor frei. Mars-Verteidigungsnetzwerke. Ach ja, das müssen wir auch. Ach du Scheiße. 100 Einheiten Eisen. Ja, genau, ist klar. All Space Power. Das ist auch so eine Riesenaufgabe hier. 20 Stufen. Das heißt, wir brauchen 20 mal 100. Das sind 2000. Ach du Scheiße, Junge. Ist klar. Wir sind gerade mal auf der Hälfte vom Weltraumlift und der braucht nur 2 Stufen. Ach du Schuit. Mars-Verteidigungsnetz. Aber wo ist denn das mit dem Import von den Eisimport? Kometensturz, Atmosphäre, Methan, Eis. Ich will aber nicht Eis importieren. Warte mal, THG. Ist das THG? Treibhausgase. Ich habe keine Ahnung. Ich mache das jetzt einfach mal. Ah, das geht gar nicht. Warte mal. Hä, aber da stand doch was mit Import. Von Stickstoff. Oder was das war. Der Sauerstoffgehalt steigt. Okay, aber guck mal, hier ist erstmal nur Achtung angesagt. Hier wird's dann kritisch an der Stelle. Können wir nicht einfach die Sauerstofffabrik erstmal stilllegen, die wir haben? Wir haben doch hier eine O2-Fabrik gebaut, warte mal. Die Musik ist übrigens schon wieder deaktiviert. Die ist schon wieder nicht mehr am Start. Ah, warum haben sie mir noch die Musik? Erst klauen sie mir den letzten Nerv und dann klauen sie mir noch meine Beruhigungsmusik. Ah! Warte, hier war irgendwo eine O2. Hier, genau, die legen wir jetzt mal still erstmal. Die verbraucht nämlich auch Wasser. Die legen wir erstmal still, dann wird schon mal ein bisschen weniger Sauerstoff in die Atmosphäre entlassen. Dann haben wir mehr Zeit. Hier ist wieder irgendwas leer, genau, das können wir mal abreißen. Weg damit. Hier ist bestimmt auch mehr leer. Oh ja, guck mal, die ganzen Aluminen sind jetzt auch noch leer hier. Ich sag ja, da, Chemiefabrik auch leer. Was ist das? Alumine. Ist auch leer. Heiligsblechle. Jetzt wird das Aluminium hier noch. Aber Aluminium, komischerweise, haben wir immer genug. Wasser kriegen wir jetzt richtig viel. Guck mal, das ist gut. Das ist richtig nice jetzt. Es ist echt wieder die Musik aus. Warum klauen sie mir immer die Musik? Ich mag meine Musik. Ich will meine Musik wieder haben. Oh mein, das ist das Einzige, was mich in diesem Irrenhaus noch über Wasser hält. Nervlich und gedanklich. Nein, das ist ja außerhalb des Wartungsbereichs. Nicht genügend Wartungsbereich. Nicht genügend Wartungsbereich. Hier, mach mal da den Dings noch hin. Wie sieht's denn aus mit der Kuppel jetzt eigentlich? We are discovering new frontiers of bioengineering. We have come so far. Boah. Alter, ist das geil. Guckt euch das mal an. Die Kuppel, die ist richtig genial. Eine riesige Megametropole. Das ist ja mal der Hammer, wie das aussieht. Guckt euch das an. Es ist der Wahnsinn. Oh Gott, der Verbrauch, der Verbrauch.
dieser riesige Verbrauch ausschuit. Wir müssen sofort die Straßen dahin verbessern, sonst haben wir hier ein großes Problem mit der Versorgung, würde ich sagen. Die kriegen schon gar kein Wasser mehr hier. Aber Wasserquellen hatten wir ja hier ein paar neue am Start gehabt. Ist hier vielleicht zufällig noch mehr Wasser, was wir abzapfen können? Hier ist noch Wasser. Aber nur eine 700er Quelle. Ah, warum ist das immer nur so wenig? Wir brauchen viel mehr. Wir brauchen viel mehr. Viel mehr. Hier, warte, hier. Hier war doch die Riesenquelle. Da müssen wir mal jetzt hin. Da müssen wir jetzt mal vordringen hier. Eindringen, vordringen. Reindringen. So, das mache ich jetzt einfach mal. Das müsste ja dann noch in dem Bereich der Wartung drinnen sein eigentlich. Wenn das hier fertig gebaut ist. Und dann gleich mal da ein Wasserextraktor Stufe 3. Auf jeden. Und Strom brauchen wir. Solarform. So, warte. Genau, schön mit dem Hauptnetz hier verbinden. Gut. Ah, Strom, genau. Da fehlt auch Strom. Da können wir auch gleich nochmal Strom setzen. Und ihr merkt schon, ich baue vor allem Solarfarmen, damit wir hier... Damit wir das hier jetzt nicht mit Stahl finanzieren müssen, sondern mit Alu. Alu haben wir immer noch nach wie vor zu viel. Oh Gott, krass. Eine KI braucht keine Musik. Doch, ich bin so eine Diva-KI. Ich brauche das. Wenn ich keine Musik habe, dann werde ich unleidlich. Dann habe ich so dann verspüre ich diesen Drang, Menschen zu quälen und zu töten. So ein bisschen. Wenn ich keine Musik habe, die mich beruhigt. Nehmt dieser KI niemals ihre Musik. Tunnel noch hochbauen, was? Ach so, ja. Ja, stimmt. Setz absolut very, very korrekt. Hier, schön weit nach oben am besten gleich. Oder hier so dazwischen. Sauber. Apropos Tunnel, genau. Wir hatten doch hier auch welche gebaut. Genau, warte, die müssen wir noch verbinden hier, die Hyperloops. Genau. Sie kostet zwar ein bisschen was, aber läuft ja dann eigentlich. Ja, und hier, warte mal, hier müssen wir mal schauen. Haben sie jetzt hier... Ja, sehr gut. Dann können wir das jetzt hier wieder in Gang setzen. Und das hier auch. Und dann bauen wir hier gleich mal noch eine Stahlfabrik. Eine Einser. Ah, nee, haben wir schon. Nicht. Nee, wir brauchen hier was anderes. Warte mal, was brauchen wir jetzt hier noch? Wir haben so Lithium am Start. Wir haben eine Glasfabrik. Eine Teilefabrik brauchen wir. Elektronikfabrik brauchen wir, genau. Electronics. Können wir hier dazwischen setzen. Da ist ja noch Kohlenstoff. Genau. Elektronische Fabrik. Dann brauchen wir eine... Ja, erstmal die Elektronikfabrik bauen lassen. Und dann sehen wir mal weiter. Eine Arbeiterfabrik brauchen wir. Und eine Teilefabrik. Und eine Polymerfabrik. Und Wartung. Stimmt, warte mal. Wartung. Da brauchen wir... Genau, Polymere, Electronics. Genau. Polymerfabrik als nächstes. Und dann... Na, mach mal hier die Prio hoch. So, dann mach mal die Polymerfabrik Stufe 1. Ja, hier so hin, genau. Und dann mach mal die Wartungsanlage. Hier, schön in die Mitte. Genau. Das heißt, das kommt jetzt gleich, dann kommt das. Und dann das. Und dann... Haben wir schon mal Wartung und dann können wir die Teilefabrik und den Rest machen, genau. Weil die hat nämlich schon nicht mehr so viel, ne, so viel Widerstandskraft hier. Die ist nicht mehr so ganz heile. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist schon echt krass hier, was hier alles ansteht, meine lieben Freunde. Das ist echt der Wahnsinn. Wir haben anscheinend gerade wieder Sommer. Unsere Cyanobakterien breiten sich gerade schon wieder weiter aus, was gar nicht so geil ist, weil dann produzieren sie nämlich wieder mehr Sauerstoff. Das sollen sie eigentlich gar nicht. Sonst sieht aber eigentlich von Ressourcen her gerade alles recht gut aus. Das kann sich gerade alles recht gut sehen lassen hier, was wir hier machen. Hier wird auch gut rangeschafft. Ist die Kraterkolonie jetzt schon bevölkert?
Noch nicht wirklich, ne? Noch keine Zuwanderung in der Kraterkolonie. Da bin ich mal gespannt, wie dann der Wasserverbrauch steigt, wenn wir die Kraterkolonie am Start haben, ey. Das wird bestimmt richtig heftig. Da können wir uns schon mal auf was einstellen hier. Ist denn da ein Hyperloop in der Nähe? Ja, da unten ist sogar einer in der Nähe. Es ist ja der Wahnsinn. Und das ist auch gut verbunden eigentlich. Vielleicht tatsächlich nochmal hier eine Straße bauen. Nicht schlecht. Ja, das ist ja mal hier richtig krass, diese Kuppelstadt. Und an der Stelle endet diese Folge Per Aspera. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mich hier unterstützen möchtet, ihr könnt euch Spiele im Epic Store kaufen mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE. Da wird es euch nicht teurer, aber ich kriege eine prozentuale Beteiligung am Kaufpreis. Und das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne in die anderen Videos reinschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Denn ich zeige hier nicht nur Per Aspera, sondern auch ganz viele andere coole Projekte zu anderen coolen Spielen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.